das, was nicht stimmen kann. Sie wollten schon immer einmal Cowboys und Indianer hautnah erleben? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir machen den Karl-May-Traum wahr. Im Sommer 2016 präsentiert die Freilichtbühne Mörschied ein packendes Abenteuer mit Untergeiern. Der Geist des Jano Estacado. Oh, es wird jede Menge Action geboten, aber auch Theatralisches. Also eine bunte Mischung, ein bisschen Komik spielt noch mit dazu, jede Menge Explosionen sind mit dabei. Es ist also für jedermann was dabei. Es handelt um eine Banditenbande, die in einer Wüste Leute umbringt bzw. verdursten lässt, indem sie die Wegweiser versetzen und die Leute dann in der Sonne verschmachten lassen. Und Winnetou und Old Shatterhand versuchen, dem ein Ende zu bereiten. Es ist eigentlich eins von den leichteren. Es ist ein Stück, was der Karl-May speziell für die Jugend geschrieben hat. Es liegt mir sehr und deswegen ist es einfach Leichtigkeit gewesen. Bei den allgemeinen Darstellern finde ich das sehr gut. Schimpfen muss ich über mich selber, weil ich bin im Moment derjenige, der noch am Text unsichersten ist. Kommt aber auch daher, dass ich ständig noch auf die anderen Acht gebe und deswegen mich nicht so ganz auf meine Rolle konzentrieren kann. Das kennt man über die Jahre hinaus. Das wird sich bis zur Premiere noch deutlich ändern bei mir. Was willst du tun? Willst du mich erschießen? Und dann? Deinen Schuss hört man meilenweit. Und die Comanchen sind ganz in der Nähe. Also schreck das Ding weg. Die Siedler sind am Ende, oder? Na kein Wunder. Bei der Hitze hier. Es erwarten Sie eine spannende Inszenierung mit packenden Zweikämpfen, pyrotechnischen Spezialeffekten und actiongeladenen Reizszenen. Sichern Sie sich Ihren Platz im Wilden Westen in der Zeit vom 25. Juni bis zum 31. Juli 2016. Immer samstags um 20.15 Uhr und sonntags um 15 Uhr. Informationen und Kartenvorverkauf unter 0651 97 90 3x7 oder unter karl-may-mörschied.de. Wir haben es bald geschafft!